Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? So, die Laienspielschar hat den Bundestag verlassen und schmollt. Der Merz, ja, mit seiner Pappnase ist er rausgegangen. Hat er sich nicht durchsetzen können oder was? Naja, war vorauszusehen. Die gesamte Regionalie sagt ja, warum haben die das überhaupt so gemacht? Ja, die wollten einfach eine Show abliefern, ja. Aber das wussten wir ja schon gestern und vorgestern. Ja, haben wir den Leuten ja schon gesagt, das ist ein billiges Kartoffeltheater und die haben das so durchgezogen. Also ich muss dir Ja, nee, sagen. durchgezogen haben sie es ja nicht, die haben es abgebrochen. Weil wenn sie jetzt weitergemacht hätten mit den Gesprächen, dann wäre ja umso mehr aufgefallen, dass das, was sie da so vorhaben, nicht funktionieren kann. Und dann wäre dem letzten Bundesbürger, also auch dem Dümmsten aufgefallen, dass sie Scheiße vorhaben. Also es ist eine billige Show gewesen. Heute Morgen war der frei im Deutschlandfunk und hat dort tatsächlich erzählt, es wäre ja gedacht gewesen, und das wäre ihr Vorschlag gewesen, einfach mal so einen kleinen Abschnitt zur französischen Grenze zuzumachen und da einen Musterasylanten über die Grenze abzuweisen, damit der dann vor dem Europäischen Gerichtshof klagen kann. Also meine Herren, wenn das CDU-Politik ist. Ja, vor allen Dingen den Wirtschaftsflüchtling möchte ich erstmal finden, der das freiwillig mit sich macht. Also wenn ich weiß, dass da an der Stelle die Grenze zu ist, dann gehe ich 2 Kilometer links oder rechts nach Deutschland, ja, wo keiner steht. Der Herr Frey hätte sicherlich irgendeinen finanziert dafür, dass er diese Show abzieht an der Grenze. So ist die CDU-Politik. Ja, Ja, die Djirserei könnte ja noch mal versuchen einzureisen, als Elfjähriger. der Bierserei? Ja, persischen Ursprungs, Eltern blieben damals im Iran, Der 1985. FDP-Bundesvorsitzende? Ja, Wirtschaftsflüchtling. Wirtschaft? Ich sagte, Meine ja. Herren. Ohne Not. Damit er eine bessere Lebensperspektive hat, haben die Eltern ihn zu dem Onkel nach Grevenbroich geschickt damals. Im Echt? Alter von 11 Jahren, ja. Alleinreisende Jugendliche, einfach so Ja. über die Grenze, abweisen, abweisen. Warum haben wir den damals nicht abgewiesen, Rudi? Keine Ahnung, weil hat keiner gemerkt, war ja keiner an der Grenze. Und dann hat er sich, danach hat er sich selbst radikalisiert und ist ein scheiß Liberaler geworden. Das stimmt wohl. So ist das. Und die FDP, du. Also heute Morgen, dieser wirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Bundestag will mir doch tatsächlich erzählen, die Chinesen sind schuld an der Volkswagen-Krise. Ja? Die Wirtschaftskrise in China hindert Volkswagen daran, Autos zu verkaufen. Sag mal, hat er den Schlag immer Nein, noch nein, nicht das weiß ich gehört? besser. Das weiß ich besser. Das waren die Ägypter, Ach so. die ja ohne Not den Suezkanal für ein Vierteljahr gesperrt haben. Das stimmt, da war was. So Das war Sachen was. machen die Ägypter. Ja. Da kann er ja von wenigstens mehr liefern. Ne? Und es sind auch nicht die maroden Brücken, die dann gar nicht mehr vorhanden sind, weil eingestürzt worden oder wie in Dresden gestern von alleine zusammengefallen sind, dass die LKWs große Umwege fahren müssen, dass die Produkte nur mit Verspätung überall ankommen und so. Nee, das ist nicht der Grund. Nein, alles Nein, nicht der nein, Grund. also das wäre ja auch unter Umständen die Schuldenbremse ursächlich für diesen Investitionsstau. Kann das sein? Das kann nicht der Grund sein. Nee, also das müsste die chinesische Wirtschaft sein. Da bin ich bei dir. Oder die ägyptische, natürlich. Die ägyptische Wirtschaft wäre Also auch. irgendwelche BRICS-Länder da. Ja, von außen auf jeden Fall. Das Ah Management ja. ist auf keinen Fall schuld. Die CDU ist nicht schuld. Die Schuldenbremse ist nicht schuld. Meine Herren, was für qualifiziertes Und die Personal die da. CDU-Wirtschaftsminister, nee, Verkehrsminister sind auch nicht schuld daran, dass die Brücken so marode sind, obwohl da LKWs in hundertfacher Hochrent und Menge und Scheuer vierfacher. schuld an irgendwas? Nee. Die sind gelobt worden, dass sie so viel Geld nach Bayern gebracht haben. Ja? Den Rest haben sie vollkommen versiffen lassen, um das mal deutsch gesagt zu haben. Ne? Aber die lügen ja auch nicht. Also das ist wie mit Trump. Trump macht die besten Lügen auf der Welt. Ne? Hast du ja gehört, in Ohio, die fressen Er hat ja Katzen. auch gewonnen, hat er gesagt vorhin. Ne? Er hat gewonnen. Er Und hat deshalb braucht gewonnen. man auch kein zweites Gespräch. Das muss ich mir noch mal geben. Ey, das war ja sowas von bizarr, dieser Typ. Der glaubt das wahrscheinlich auch noch alles. Also das ist. Also Nee, gestern bei glaubt. Maischberger Ron Williams, eingetragener Demokrat, den Ja. kennen vielleicht noch Ältere, als er noch jünger war, als Comedian, als Kabarettist noch. Ja. Comedian war das noch nicht. Und ein Schriftsteller, Eric T. Hansen, also ein deutscher Name, Hansen heißt er, Norddeutsch.
Okay. Der ist aber Republikaner. Die haben sich bei Maischberger ein klein wenig in die Wolle gekriegt, aber freundschaftlich. Das war schon gute Comedy, sehr gute Comedy, was die gebracht haben. Und Ja. der Eric G. Hansen hat gesagt, er ist zwar Republikaner und Trump hat ja tolle Politik gemacht damals, auch Außenpolitik und was er alles. Er hat sich begründet, was er daran auch richtig gemacht hat, aber er sei auch jetzt von Harris ein klein wenig beeindruckt und. Also, und dann sagte der Ron Williams, ein Drittel der Unentschlossenen sei jetzt schon umgeschwenkt. Und Ja. jetzt natürlich nach Taylor Swift. Wunderbar, wunderbar. Ja, Äh, wir bleibt haben uns heute, was erspart. wir haben heute trotzdem nochmal Alarm, Alarm. Ja, um 11. Und da probiert die Bundesregierung mal wieder aus, was passieren könnte in einem Kriegsfall. Sollte jeder mal hören, ob er es hört, könnte Ja. wichtig werden. Ja, um 11 Uhr alle Sirenen und die Radioprogramme und. Und das Geburtstagsgeschenk hat sich Olaf selber gemacht gestern. Morgen hat er nämlich Geburtstag. Olaf hat Geburtstag Ja, morgen. auch solche Leute haben auch Geburtstag, sogar einmal im Jahr. Ach, bin ich fort, Rudi. Sagen wir was Ja. dazu. Aber Katharina Valente feiert keinen mehr. Katharina Valente hat den letzten schon gefeiert, aber wir müssen mal gucken, was wir morgen machen, glaube ich, oder?